Okay, wir sind kurz vor den Ferien, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Damit herzlich willkommen zur 30. Folge von Alberts täglicher Sportstunde für die Grundschule. Ich muss mich jetzt ein bisschen mit dem Sprechen beeilen, denn Nick und Steffi sind schon mal los nach draußen in die Pause. Ich muss mich gleich ein bisschen beeilen, um die wieder reinzuholen, denn wir haben heute mit euch Sportprogramm vor. Wir haben Videobeiträge von euch, nicht nur von den Leuten, die Sendung machen, sondern auch über die Leute, die Sendung machen. Ein paar kleine Highlight-Clips. Ihr braucht eine Rolle Klopapier und ein paar Socken oder mehrere Paar Socken. Ihr lauft los, holt die Sachen ran, ich lauf los und hol Steffi und Nick. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir brauchen für unser Warm-up die Klopapierrolle. Inzwischen haben wir hier so viel rumzuliegen, da können wir uns gütlich dran tun. Wir werden 6 Übungen machen, die machen wir einmal durch. Und ihr könnt wie immer zu Hause einfach gleich uns folgen. Ich mache die Übungen vor. Steffi und Ferdi machen die mit mir gleich mit. Und ihr zu Hause genauso. So, wir fangen bei den Schultern an. Die Klopapierrolle einfach ganz locker noch in die Hand nehmen. Und wir kreisen mal eine große Bewegung mit den Schultern. Und zwar zuerst rückwärts. Und dann vorwärts. Zieht die richtig hoch zu den Ohren und dann rundherum. Okay, rückwärts Armkreisen. Wir machen eine größere Bewegung. Klopapierrolle nehmen wir noch einfach mit. Und 3 und 2 und 1 und vorwärts. Ja, diese großen Bewegungen, die machen ja bringen ordentlich den Puls hoch, obwohl es relativ easy ist. Und 3, 2, 1 und gegensätzlich kommt einer vorwärts, einer rückwärts. Okay. Und Wechsel. Stark. Über die Wochen ging das jetzt immer leichter. Heimlich geübt zu Hause. Okay, super. So, jetzt legen wir uns auf den Bauch. Wir machen eine Schwimmerübung und übergeben die Klopapierrolle hinter dem Rücken und über dem Kopf. Okay. Ja? So, ihr spannt den Po an, ihr zu Hause auch. Füße hoch, Knie auch abheben. Alle Füße hoch? Alle Füße hoch, genau. Dann Klopapierrolle nach vorne. Wir übergeben sie nach hinten, ohne den Po zu berühren. Und wieder vorne. Genau, und dann wiederum. Also das geht rundherum. Okay. Füße bleiben oben. Oh, wir wechseln mal die Richtung. Wer möchte, der kann die Füße jetzt auch wieder absetzen. Jawohl. Und noch einen. Vorne. Stopp. Gut, wir drehen uns um. Legen uns auf den Rücken. Wir machen jetzt eine Brücke. Das bedeutet, auf den Rücken legen, Fersen in den Boden, Po hoch. Wir übergeben die Klopapierrolle über dem Kopf und unter dem Po. Okay. Die ganze Zeit dabei Po um. Die ganze Zeit oben. Okay. Auf geht's. Das ist knapp hier am Schrank. Und große Armbewegung. Ja, beim Warm-up wollen wir ja immer alles aktivieren, alles bewegen, alles einmal anspannen. Wir wechseln mal die Richtung. Sehr gut. Geht's noch? Bleibt ihr oben? Ja. Top. Wer zu Hause einmal kurz absetzen möchte, der tut das. Und dann den Po wieder hoch und dann weiter. Gut. Und stopp. Wir stellen uns wieder hin. 2 Sachen haben wir noch. Jetzt machen wir einen großen Ausfallschritt nach vorne. Übergeben die Klopapierrolle hier über den Kopf, gehen wieder zurück, runter mit dem anderen Bein, nach hinten, okay, hoch, ja, schön flüssig. Also rechtes Bein runter, wir übergeben die Klopapierrolle, kommen nach oben zurück und dann andere Seite, immer im Wechsel. Sehr gut. Ein und her. Setzt euren Fuß stabil auf. Bringt Spannung ins Bein, haltet das Knie schön stabil,
drumherum. Wenn ihr die Füße sehr weit voreinander setzt, wird das Ganze wackelig. Wenn ihr die Füße etwas breiter voneinander entfernt setzt, dann bleibt ihr schön stabil. Gut. Und letzte Aufgabe. Jetzt nehmen wir das Bein hoch. Übergeben, absetzen, übergeben, absetzen. Okay. Also übergeben, nicht fallen lassen. Ja? Bein hoch bis auf 90 Grad. Knie locker hier. Gleich mitmachen. Wir übergeben. Oben, wenn wir die Rolle oben haben, dann in die andere Hand, dann das andere Bein. Und wechseln nicht vergessen. Immer im Wechsel. So, und ihr könnt ja auch mal versuchen. Kleine Koordinationsaufgabe hier schon mal. Macht mal die Augen zu. Und natürlich immer möglich, einfach mal einen Richtungswechsel von der Klopapierrolle. Oder die Augen offen lassen. Die Rolle war so schwer. Und wir machen noch zwei. Kommt. Eins. Und zwei. Und fertig. Klopapier brauchen wir jetzt nicht mehr. Wie machen wir weiter? Wir machen weiter mit dem Koordinationsteil. Wir brauchen jetzt unsere allzeit beliebte Socke. Denn wir wollen jetzt weiter mit dem Koordinationsteil machen. Wir werden dafür ein paar altbekannte Übungen aufgreifen und euch einmal erzählen, was wir damit überhaupt schulen. Weil Koordination ist ein breit gestricktes Thema und was genau damit halt geschult wird, wollen wir heute noch mal ein bisschen erarbeiten. Erste Aufgabe, ihr sucht eure Socke, macht einfach mit, ist die Socke hochwerfen und wieder mit der einen Hand fangen. Ja, also ich als Linkshänder mache das zum Beispiel mit links. Die Jungs hier sind Rechtshänder, machen das mit rechts. Das hast du richtig gut kombiniert. Sehr gut. Was brauche ich denn dafür, Nick? Kombinationsfähigkeiten. Warum denn? Was muss ich denn kombinieren? In dem Fall eine Bewegung mit der Hand, mit dem Sportgerät, fangen, werfen. Also verschiedene Fähigkeiten. Und auch Kraft, Koordination. Ah ja, gut, Koordination ist ja der Begriff. Gar nicht so griffig. Ja, aber es kommt ja auch darauf an, was die Augen dann machen. Also wenn ich jetzt meine Socke werfe, die Socke verfolge und dann mit der Hand antizipativ drunter muss, um zu greifen, ist das Zusammenspiel von Hand und Augen ein anderes, als würde ich jetzt die Socke werfen und in meinen Blick schweifen lassen. Dann also im Prinzip koppel ich immer zwei verschiedene Fähigkeiten oder zwei verschiedene Aufgaben miteinander. Genau. Wir fangen jetzt mal die Socke mit der anderen Hand. Dass wir sie hochwerfen, andere Hand fangen und immer wieder wechseln. Und spielt jetzt mal ein bisschen damit, ob ihr vielleicht die Socke mit den Augen verfolgt oder ob ihr peripher einfach irgendwo hinstarrt und die Socke so im Blickwinkel wahrnehmt. Ja, gibt es da einen Unterschied, Ferdi? Ja, es kommt darauf an, wie hoch man die Socke wirft. Also wenn ich jetzt einfach nur gerade ausschaue und die Socke so hoch werfe, dass sie aus meinem Blickfeld verschwindet, dann muss ich sie präzise geworfen haben, damit sie in mein Blickfeld wieder herunterkommt. Wo ist sie? Da. Ja, aber wenn ich sie so oben noch, bis bei mir quasi über die Brille werfen, wo der letzte Rand ist, den ich sehen kann, dann kommt sie runter, dann kann ich sie auch wieder fangen. Okay, pass auf, wir gehen einen Schritt weiter. Und zwar wollen wir jetzt die Socke hochwerfen und so oft wie es geht klatschen. Okay. Egal mit welcher Hand ihr fangt, einfach hochwerfen, so oft wie es geht klatschen und wieder fangen. Ja, das ist eine Übung, die ganz gut geht. Nick geht sogar weiter runter, damit er noch länger klatschen kann. Wie viel hast du geschafft? 7, glaube ich. 7? Ich habe 4, aber ohne in die Knie zu gehen. 6. Was haben wir hier noch für koordinative Fähigkeiten, die geschult werden? Ja, auch wieder. Das Koppeln, das Kombinieren. Genau. Fangen und werfen, antizipieren. Ja. Rhythmus. Und wir haben eine weitere Handlung. Die so ein bisschen auch vielleicht vom Fangen komplexer, ablenkt. Ich muss mich irgendwann entscheiden, wann, in welchem Moment öffne ich das Klatschen und greife zu. Wir koppeln das mit anderen Bewegungen. Jetzt klatschen wir nicht mehr so oft, wie es geht, vorne, sondern vorne, hinterm Körper und dann fangen wir wieder. Oder wenn ich es gar kann, vorne, hinten, unterm Bein und fangen. Also noch mehr gekoppelt mit anderen Bewegungsrhythmen. Ganz schöner Angeber übrigens. Viel geübt, dann klappt das gut. Klappt nicht immer, wie immer bei der Koordination, geht auch mal was schief,
Darum geht's ja. Üben. Aber es kommt auch darauf an, in welcher Abfolge man das macht. Ich klatsche zum Beispiel erst gerne hinten, klatsche dann vorne, weil dann habe ich die Hände relativ schnell wieder unter der Socke. Sehr gut. Pass auf, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir werfen die Socke hoch und drehen uns um 360 Grad. Ja, mal gucken, ob es klappt. Hochdrehen. Ups. Und wieder fangen. Probier das gerne aus. Jawohl. Fast. Was haben wir jetzt hier für eine koordinative Fähigkeit, die noch dazukommt? Orientierung im Raum. Genau, ich muss die Socke nämlich sehen, also ich muss mich drehen und danach wieder gucken, wo ist die Socke, die ja noch hoffentlich fliegt, bevor sie auf dem Boden ist. Was noch? Gleichgewicht ein bisschen. Ja. Genau, Gleichgewicht auf jeden Fall auch noch. Oh, Kraft. Differenzieren. Mal anders umdrehen. Sehr gut. Nächste Übung. Wir werfen die Socke hoch, setzen uns und fangen die Socke im Sitzen. Wenn wir dann sitzen, werfen wir die Socke hoch und fangen sie im Stehen. Also, hochwerfen, hinsetzen, fangen, sitzen, aufstehen und wieder fangen. Stark. Ja, auch hier haben wir wieder die Kopplung von verschiedenen Bewegungen. Ich muss die Socke hochwerfen, mich gleichzeitig orientieren, wo ist der Boden unten, dass ich mich hinsetze und nicht einfach falle wie so ein Plumpsack. Gut, dass wir in die andere Richtung gucken. Und dann wieder die Socke so präzise werfen, so mit einer Genauigkeit, dass sie auch wieder da runterkommt, wo ich quasi sitze. Für wen das so einfach ist, die Steigerung, jetzt die Herausforderung für euch, kommen wir jetzt wieder hoch. Die Socke hochwerfen, hinsetzen, aufstehen und dann erst wieder fangen. Das möchte ich sehen. Das wollte ich gerade sagen. Okay, ich kann es nicht versprechen, dass es klappt. Mal gucken. Ja, nicht ganz. Probieren. Ist natürlich praktisch, wenn man ein bisschen mehr. Wenn man jetzt nicht mehr Deckenhöhe hat, dann klappt es. Eine hohe Kabine. Ja, man muss sehr auf beweglich sein jetzt. Probiert es weiter. Ihr zu Hause natürlich gerne auch. Es ist gar nicht so einfach. Ich trau mich gar nicht. Ich komm nie wieder. Können wir das nicht im Park machen? Und wieder hoch. Ja. Aber der Po muss schon auf den Boden. Der Po muss auf den Boden. Boah, nee, dann hau ich hier. Wow. Wenn das als Stehen zählt, dann ist das auf jeden Fall schon auf den Füßen gut gewesen. Nicht umsonst macht Steffi unsere Koordinationsaufgaben hier mal vor. Genau. Nächste Sache. Und zwar suchen wir uns wieder eine Wand und wollen jetzt den Ball ganz einfach unter dem Bein durchwerfen an die Wand und dann mit der anderen Hand fangen. Also wieder durchwerfen, hops und fangen. Ich gehe mal, da kannst du da hinten arbeiten. Nehme ich die? Genau. Probier das gerne aus. Rechts werfen, links fangen. Variieren, genau. Mit der einen Hand. Was kommt jetzt noch dazu für eine koordinative Fähigkeit? Was glaubt ihr, Jungs? Boah. Ich muss ja gut reagieren, je nachdem, wie die, wie die Socke dann auch von der Wand abprallt, weil die ja kein runder Ball ist, die man ein bisschen besser einschätzen kann. Hat Ferdi richtig erkannt. Die Socke fliegt immer unterschiedlich. Das heißt, jetzt muss ich auch gut schauen, wohin fliegt sie. Ich muss reagieren, ich muss vielleicht auch antizipieren. Wenn ich sie ein bisschen schwächer werfe, muss sie ein bisschen nach vorne gehen. Werfe ich stärker, geht sie ein bisschen zurück. Wir machen das Ganze. Ihr steht seitlich zur Wand, werft die Socke gegen die Wand und dreht euch um 180 Grad und fangt sie dann wieder. Aber genau, jetzt nicht so rum, sondern mit dem Blick weg zur Wand. Eieiei. Genau. Jawohl. Okay, werfen, drehen, fangen. Genau. Jetzt ist es natürlich schon noch mal schwerer. Ja, jetzt kommt wieder die Orientierung dazu und auch wieder das Gleichgewicht. Ähnlich, was wir vorhin schon hatten mit dem Hochwerfen und Drehen. Jetzt kommt noch mal das mit dazu, dass jetzt wieder eine Wand dabei ist, die die Socke wieder unterschiedlich weit zurück katapultiert oder auch nicht. Dreht euch mal in die andere Richtung. Jetzt habt ihr immer eine Schokoladenseite gehabt. Erzähl doch mal was da vorne, dann können wir das so machen, wie wir das wollen. Okay, letzte Sache. Echt. Und zwar mit dem Rücken zur Wand. Und jetzt werft ihr die Socke unter dem Bein, quasi durch die Beine durch, dreht euch um und fangt sie, bevor sie auf den Boden kommt. Jawohl, genauso. Gut, Nick. Links.
Was ist hier die Schwierigkeit? Das ist jetzt nochmal gesteigert, nochmal mit Drehen. Eine halbe Kniebeuge dazu. Ich denke gerade viel zu viel darüber nach, wie ich am besten werfe, damit ich bloß wieder fange. Wir lassen die Jungs da ein bisschen weiter üben, denn Übung macht den Meister. Jetzt geht es erstmal weiter mit einem Video mit verschiedenen Highlights aus den letzten Folgen. Viel Spaß dabei. Rot ist die Rose, gelb ist die Biene, ich kann nicht rein, Waschmaschine. Hallo, echt ja und sieht wie folgt aus. Ja, für meinen Move, da braucht man so einen kleinen Basketballkorb. Okay, los geht's. Wow. Neuer Highscore. Jetzt Zeit, Fab und Leo mal aus dem Videospiel wieder zurückzuholen. Hey! So. Ja, Leute, das ist richtig anstrengend. Ja, mach den linken Fuß da. Das ist schon richtig hoch, ne? Aber du schaffst das. Wer, wenn nicht du? Auf geht's, Leo. Komm. Ich hab's. Okay. Let's go. Also kein Risiko hier. Das Bein muss da rum. Ihr seht, das hat viel mit Technik zu tun. Und ich kann versprechen, Leo hat das heute erst einmal gemacht. Also sein zweites Mal. Und das ist stabil. Ich sehe gerade, warum wir uns vorhin so gestretcht haben. Auf der ersten Bahn der große Favorit, der sechsfache Sportstundenteilnehmer Fabian Otterer. Auf Bahn 2 sehen wir Lokalmatadorin Steffi Süß mit der Erfahrung von 12 Sportstunden. Kann sie heute den Favoriten schlagen? Gespannt sind wir auch auf Newcomer Ferdinand Janning auf Bahn 3. Hey, Ferdi, wir sind schneller. Ja, ich mache technisch direkt, Ferdi. Ihr seid sieben Schummler. Ich muss auch Abstand halten. Ich weiß. Das, was wir gerade gemeinsam geschaut haben, das war sogar nur ein kleiner Ausschnitt von all den Szenen und Folgen, die wir in den letzten Monaten gemeinsam gedreht und erlebt haben. Das war nicht nur für uns hier eine sehr abgefahrene und abwechslungsreiche Zeit, sondern bestimmt auch für euch was irgendwie doch ganz Besonderes. Und was ganz Besonderes, das machen wir jetzt nochmal bei unseren Übungen, denn wir werden Übungen gemeinsam machen in unserem Fitnessteil, die uns während all dieser Sendungen irgendwie im Kopf geblieben sind. Wie die letzten Male auch schon, werden wir 20 Sekunden die Übung machen. Danach gibt es eine kurze Pause. Ich sage euch die Zeiten an, ich erkläre euch vorher kurz die Übung. Dann werden wir die hier gemeinsam mit euch machen. Und in einer zweiten Runde steigern wir die Übungen dann wieder. Das heißt, jeder von euch kommt voll auf seine Kosten, kann sich auspowern oder sagt, heute ist mir das zu warm, ich mache nur die erste Runde mit und wiederhole dann die Übungen. Das könnt ihr selber entscheiden. Ich habe richtig Lust, mich zu bewegen jetzt wieder. Oh ja. Ja. Die erste Übung, die wir machen, sind die Kniebeugen. Ja, Arme nach vorne, Knie beugen, Po nach hinten, ungefähr 90 Grad Winkel und dann wieder hoch. 20 Sekunden. Mhm. Stoppuhr ist da. 3, 2,
1 und los. Genau. Wenn es deinen Knien ein bisschen knackt, ein bisschen knirscht, das macht nichts. So, warum ist die jetzt für uns so besonders? Es ist ja eine relativ Standardübung. Tut mir leid, aber die Zeit lief nicht. Wir machen einfach weiter. Jetzt 20 Sekunden. Eigentlich tut es mir auch nicht leid. Jetzt nur, dass wir noch fitter werden. Ja, natürlich. In den Sommer. Und du bist auch, ich sehe euch ja in den Sommerferien. Ja, genau. Bei der Erklärung. So, jetzt aber noch 5. 3, 2, 1 und stopp. Gut. Nächste Übung. Wir hatten die, in dieser Tierfolge, wir hatten die Echse mit dabei. Oh ja. Ja? Und zwar aus dem Stütz, diagonal, rechte Hand, linkes Bein wird nach vorne gesetzt und wir gehen in so einen halben Liegenstütz, wieder zurück, andere Seite. Mhm. Ja? Bereit? Oh ja. Okay. Und Zeit läuft. Also diagonal, Knie und Hand nach vorne setzen, halber Liegestütz. Zeit läuft jetzt wirklich. So, und warum wir die dabei haben, sehen wir vor allen Dingen in der nächsten Runde, weil das war eine Übung, das Chamäleon, was wir damals gesteigert haben, das kam hier gleich als Highlight. Und stopp. Sehr gut. Dann gehen wir in den ganz normalen Stütz. Ja? Also, wer möchte, Hände unter die Schultern, der streckt die Arme. Wer hier unten hingeht, der nimmt die Ellbogen unter die Schultern. Bauch anspannen, Po anspannen, stützen. Einfach halten. Halten und wir gehen dann ein, zwei Mal hoch und runter. Ah, okay. Alles klar. Ja? Also, damit wir euch beide Varianten zeigen und wir wechseln dann einfach. Bereit? Zeit läuft. Und dann schön stabil. Wenn wir jetzt hochgehen, dann bleibt mit dem Oberkörper fest. Also wenn ihr runter geht. Genau. Oh, und dann gehen wir wieder hoch. Oh, sehr gut, fertig. 4, 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Dann letzte Übung in dieser Runde. Etwas für die Hüfte und die Schultern. Wir bleiben in diesem Stütz. Fuß kommt neben die Hände. Auf Englisch Hip Opener, also Hüftöffner. Ja, und dann können wir entweder langsam die Seite wechseln oder schneller. Okay? Okay. 20 Sekunden. Gut. Wie immer beim Stütz. Schultern und Arme anspannen, Bauch anspannen, Po anspannen. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1 und los. Genau. Und dann tastet euch daran. Von langsam zu schnell. Hälfte geschafft. Gut, Steffi. Und 4, 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Einmal durchatmen. Wem das jetzt schon reicht, der macht diese Übung einfach noch einmal. Ansonsten probiert die nächste Runde mit uns auch aus. Jetzt steigern wir die Übung ein wenig und kommen nochmal in Übungen rein, die wieder sehr prägnant gewesen sind für uns. Das Chamäleon hatte ich gerade angesprochen. Ja. Wir werden aus dem Stütz diesen Football-Dreher machen, den wir in Amerika-Folge hatten. Und dann werden wir aus der letzten Übung diesen Durchsteiger durch die Hände nach vorne, wo wir alle so ein bisschen mit oder gegen Ferdi gewettet haben, ob er das überhaupt schafft. Eine Übung, die auf dem Papier sich total kompliziert anhört und beim Ausprobieren dann doch, ja, geht, Hand ein bisschen öffnen. Ich fand die super, ich habe mich mega gefreut, dass es dann klappt. Ja. Schön, seid ihr startklar? Startklar? Auf jeden Fall, okay. Lass uns auch die erste Übung ein bisschen steigern, indem wir Squat-Jumps machen. Okay. Gut. Ja, eine klassische Basketballübung. Mit Zeit? Mit Zeit? Ach so, mit Zeit. Ja. Vielleicht. Okay. Ja. Fertig? 3, 2, 1 und los. Leise landen.
Und Hälfte. Und noch 5, 4, 3, 2 und stopp. Sehr gut. Echse zu Chamäleon. Erinnert ihr euch noch, wir hatten diese Idee, dass das Chamäleon auf dem Ast sich bewegt und so innehält und dann erst runtergeht. Und genauso auch zurück. Das schaut bei dir so einfach aus, aber es ist so verdammt schwer. Ja? Also. Kommt, wir probieren das alle nochmal aus. Let's go. Und 3, 2, 1 und los. Runter. Auch und beim zurück. Zurückgehen ihr könnt es auch beim Zurückgehen machen. Da gibt es jetzt keine feste Reihenfolge. Und 2, 1 und stopp. Sehr gut. Dann die gerade schon erwähnte Football-Übung. Wir haben eine Seite komplett gelöst, uns auf die andere Seite umgedreht. Die Hand, die zuletzt den Boden berührt hat, zum diagonalen Fuß. Wieder in die Mitte. Rum. Wieder meine letzte Hand. Diagonal zum Fuß. Oh Gott. Fit für die Ferien. Brauche ich ein bisschen Platz, aber geht schon. Das kriegen wir hin. Ja. Okay, alle zur selben Seid ihr bereit zu Hause? Wir fangen an. 3, in welche 2, Richtung? 1. Linke Hand öffnen wir. Okay. Also rum, hoch zum rechten Fuß. Zurück. Rum, rechte Hand zum linken Fuß. Und hopp, hopp. Einer geht noch. Und Zeit um. Sehr schön. Okay, und als letztes unseren Durchsteiger. Ja, ich zeige es noch einmal kurz vor. Für alle die, die noch nicht gesehen haben. Wir gehen mit der Hand, mit dem Fuß nach vorne, wie gerade eben auch. Und jetzt kommt aber das linke Bein. Und dadurch. Wechsel. Hopp. Ja, das ist jetzt ganz entscheidend, dass der Bauch richtig angespannt wird. Absolut. Da die Power drin ist. Und die Schulter. Also gerade die Schulter, wo der Fuß nicht auf der Seite steht. Ja. Die muss ganz viel stützen. Okay. Bereit? Probieren wir es mal hier. Auf der Linie. Ferdi. 3, 2, 1. Los. Fuß nach vorne. Fuß nach vorne, genau. Da, durch, strecken das Knie. Wechsel, Fuß nach vorne. Durch die Hände. 10 Sekunden noch. Jawohl. 5 Sekunden noch. Einer geht noch, kommt. Ja. Und stopp. Oh. Ich darf wieder zurück, gell? Ja. Ach nee, ich habe die Zeit wieder. Nein, schön. Okay, toll. Bewegt haben wir uns. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet genug Zeit und Spaß, beide Runden mitzumachen. Oder zumindest die erste. Wenn ihr jetzt, anders als wir, noch Power habt, drückt kurz Stopp oder spult zurück. Macht die Übungen noch einmal. Dabei ganz, ganz viel Spaß. Ja, und wir machen jetzt hier weiter mit dem Move des Tages. Für den heutigen Move des Tages seid ihr zu Hause gefragt. Wir haben euch gerade schon in einem Highlight-Video gezeigt, was uns hier so mit am besten gefallen hat. Und jetzt seid ihr dran. Schnappt euch mal eine Kamera und, wenn das klappt, ein kleines Mikrofon, denn ein guter Ton ist bei so einem Video schon die halbe Miete. Nehmt euren Lieblingsmove aus der Koordination, aus dem Warm-up oder auch aus dem Fitness-Teil, aus dem Move des Tages oder was auch immer wir hier schon gemeinsam gemacht haben und zeichnet es einfach mal als kleinen Clip auf und schickt uns das an das Hashtag Albers tägliche Sportstunde. Aber Achtung, nicht übertreiben. Meine ich. Okay. Und damit kommen wir jetzt auch schon wieder zu unserer Challenge. Und die besteht heute daraus, Socken in einen Eimer zu werfen. Das heißt, ein Eimer, drei Socken und als besondere Herausforderung heute nehmen wir unseren Kameramann Clemens mit dazu. Clemens, trau dich, komm nach vorne zu uns. Ich stelle den Eimer hier schon mal auf und nehme meine Socken. Du hast deine da platziert. Wir haben jeder drei Socken. Ich würde sagen, Steffi, starte. Du wirfst einmal, ich werf einmal, Clemens wirft einmal. Und Nick sieht weiterhin so gut aus.
Alles klar? Das habe ich ja schon die ganze Zeit gemacht. Wunderbar. Okay, dann mal schauen, ob das was wird. So. Steffi süß nach Verletzungsschwierigkeiten. No, 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 no. Nacheinander, ich bin dran. Au. Oh. In der letzten Zeit, ja, schweren Schnitt am Finger gehabt schon heute, aber gestartet hier. Außerordentlich Zählt das, wenn gut es in Form. Hm? Zählt das, ob sie, obwohl sie da übertreten hat? Ja, ja. Okay. Also, willst du so gewinnen, ja? Na gut. Also, Ferdinand Janning, ich lasse gerne mal auf kleine Regeln. Regeln legt der Wert, aber exzellentes Handgelenk, Ellbogen gestreckt, so will das jeder Basketballtrainer sehen. Schade. Kameramann Clemens, naja, der hat noch nicht so viel geübt wie unsere beiden Moderatoren. Steffi Süß, Nummer 2, linke Hand. Das sind natürlich gefährliche Shooter. Kann Buckets Ferdi hinterherziehen? Nein, geht deutlich drüber. Deutlich drüber. Ich wollte noch, kann ich davon eine Wiederholung haben? War schon deutlich, aber ist okay. Clemens, Clemens. Clemens, ja. Gib mal einen Tipp. Nee, du, also du tarierst ja gerade, ne? Yeah. Zu weit, zu kurz, nächster wird bestimmt rein. Ja. Steffi Süß wieder, kann sagen, sie Steffi, jetzt den Three-Peat. 3 von 3, perfekte Quote. Wann hast du das letzte Mal? Letzte Mal? 3 von 3? Hast du überhaupt 3 Mal auf den Kopf geworfen pro Spiel? Ja, wird schwierig. Ferdinand Janik mit seinem letzten Wurf knapp daneben. Rödelt er raus. Naja, aber immerhin eingetroffen, auch nicht schlecht. Ja. Yes! Ja! Stark. Sehr gut. Super! Ja, mit dem Treffer von Clemens sind wir fast schon am Ende dieser Sendung angekommen. Aber bevor wir jetzt euch in die Ferien entlassen, zeigen wir euch noch mal ein kleines Video. Denn es ist ja nicht nur der Clemens, der im Hintergrund hier mitgeholfen hat, sondern es sind ganz, ganz viele Leute bei Alba Berlin, die mit dabei waren, um diese Folgen zu produzieren. Und die stellen sich jetzt in einem kleinen Clip für euch einmal vor. Und damit entlassen wir euch in die Ferien. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt fit. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüssi.